Und herzlich willkommen zurück. Euer Robel Kaiser ist wieder am Start. Ja, und zwar wir haben wieder ein neues Los. Und das Glücksrad lasst uns einmal wirklich durchrollen. Also quasi so roll, 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 roll. Und weil wir so schönes Rollen haben und wir gegen den Mikrofon, nicht gegen das Mikrofon stoßen, sondern gegen die Kamera, werden wir ein bisschen reinzoomen. Ein bisschen, aber nur ein bisschen, ne? So, ja, ich glaube, das ist gut. Das ist gut, weil ich muss noch separat noch weiter reinzoomen. Denn neues Setup heißt auch neue Probleme, vor allem was Kameraanzeigen betrifft. So, nichtsdestotrotz, wir freuen uns auf ein Glücksrad. Ja, da sind wir schon ganz glücklich und happy. Vor allem unsere Rob, die ist ganz, ganz außer Rand und Band. Na, die Rob. Ich sowieso, ich knull wie ein Wahnsinniger. Und sie freut sich, ja, wie ein Schnitzel. Wie kann sich ein Schnitzel freuen? Man weiß es nicht. Wir haben hier ein Glücksrad, 3 Euro Los, ein neues Los von österreichischer Lotterie. Und wir haben hier eine Gewinnserie, also quasi eine Gewinnauflage von, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich glaube, da war irgendwas von 1,9 Millionen hochgerundet. Und wir haben quasi 900.000 zu 1 den Hauptgewinn von 30.000. Zehnmal die, also wir haben ja zweimal den Hauptgewinn, aber die Chance heißt von 1 zu 900.000 den Hauptgewinn zu ziehen. Und dann haben wir halt 10 mal die 1.000, 50 mal die 100, 5.000 mal die 15, 35.000 mal die 12, 37.000 mal die 12, was rede ich denn da? 51.000 mal die 9. 200.000 mal hochgerechnet, weil das wollen wir gar nicht ausrechnen, die 6 und 350.000 mal die 3. Also haben wir eine, ja, 1 zu 3 Chance wie immer. Also da wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Wir hoffen natürlich auf das Beste und wir kloppen das Mikrofon, weil es steht ja mittlerweile im Weg. Und das Rubbeln ist hier ja sehr anstrengend mittlerweile geworden. Eigentlich nicht. Aber es ist halt sehr wackelig. Es ist ja alles sehr wackelig und wenn die überall rankommen, dann wackelt alles und es fliegt vielleicht sogar um. Bis auf das Mikrofon, das bleibt, das kann ich nur wegschieben. Nun denn, wir fangen an mit der Gewinnzahl. Wir haben ja die 8 und die 10 und wir suchen sie wahrscheinlich hier in unseren ganzen Feldern. Hier haben wir unsere Lös auf, hier haben wir gleich die 8. Aber das lassen wir mal stehen. Wir haben sicher mehrfach Gewinne, sind sicher möglich, vermute ich mal. Die 17 brauchen wir nicht, die 15 brauchen wir auch nicht, die 30.000 wären die 4. Tja, wenn das die 10 gewesen wäre, dann ja, ja moin, würde ich sagen. So, die 2 brauchen wir leider auch nicht, das wären die 6 und die 12 suchen wir auch nicht. Das wären die 100. Wir haben auf jeden Fall ja 2 Euro gewonnen, 3 meine ich. Ja, es hat auch einen Nachteil, wenn man vorher die anderen Sachen aufrubbelt. Man spoilert sich schon, was es wahrscheinlich nicht wird. Die 30.000 werden es wahrscheinlich nicht, die 9 werden es wahrscheinlich nicht, die 1.000 werden es wahrscheinlich nicht, die 6 und die 100 werden es nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist also sehr hoch, dass es eine 3 wird, weil viel andere Sounds gibt es hier eigentlich ja gar nicht. Was haben wir denn noch? Die 1.000? Die 1.000, die 100 gibt es, die 9... Die 15 und die 12 wären noch theoretisch möglich gewesen. Aber ansonsten hätten wir das einmal durchgespielt. Ah, wir fangen mit 3 Euro an. Besser als gar nichts, würde ich mal sagen. Also auf den Gewinnerstapel. Gehen hier weiter. Wir könnten eigentlich mal so schauen. Wir suchen entweder die 7. Das ist ja auch das Gute, das ist im Los. Man kann einfach das einfach vorher aufrubbeln. Und man weiß theoretisch, was man gewonnen hat, bevor man die Zahlen aufrubbelt. Ja, theoretisch gesehen. Eigentlich, es ist gleich spannend. Wir wissen nur, welche Beträge unter welcher Zahl sich verbirgt. Und jetzt rubbeln wir die 1 auf. Oh, auf jeden Fall mal ein 3 Euro Gewinn. Und haben wir an der zweiten Zahl noch irgendwas? Die 12. Nochmal 3 Euro Gewinn. Damit haben wir auf jeden Fall 6 Euro gewonnen. Und wir haben die Frage geklärt. Mehrfach Gewinne sind möglich. Steht wahrscheinlich auch irgendwo im Los drin, aber die 1 und die 12 bescheren uns
Gute 6 Euro. Zweite Los des Glücksrates. Auch gut. Wir haben schon 9 Euro im Sack. Wir haben einen Loseinsatz von 30 Euro, weil da wir 10 Lose haben. Und gucken mal weiter, ob wir was finden werden. Machen wir das nochmal so. Schon interessant. Die 1 mit 12 Euro. Wir hätten hier die 16 mit 100 Euro. Die 18 mit der 6 Euro. Die 20 mit den 30.000. Also die 20 suchen wir auf jeden Fall. Die 8 mit 1000 nehmen wir auch. Die 20 und die 8 nehme ich. Die suchen wir. Oder die 4. Okay, die 4 ist das Mindeste. Die 10 haben wir leider nicht. Und die 14 haben wir auch nicht. Wir haben zwar die 4, aber keine 14. Das heißt, wir haben die erste Niete. Schade. Aber muss ja auch mal sein. Das Glücksrad kann ja nicht immer am Rad drehen. Wir machen das wieder andersrum. Die 2 und die 16 suchen wir. Und dann gucken wir mal, welche Aktion euch besser fällt. Eigentlich ist es bei denen los, ist eigentlich wurscht. Die 8 haben wir nicht, die 16 haben wir. Jetzt lassen wir mal stehen. Die 14 brauchen wir nicht. Das haben wir also keine 1000 Euro gewonnen. Die 2, schon wieder 2 Treffer. Wir haben die 2 und die 16. Also lassen wir mal stehen. Ob noch mehr Zweier vorkommen können, wissen wir noch nicht. Die 5 haben wir auf jeden Fall nicht und die 18 suchen wir auch nicht. So, Chancen sind alle da. Gucken wir mal, was unter der 16 ist. Die 3 Euro, okay. Und unter der 2 nochmal 3 Euro. Schade, da hätte auch was anderes sein können. Aber 6 Euro im Sack macht auch Laune, muss ich ehrlich sagen. Das Los ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, das Design ist ziemlich simpel. Dazu braucht man eigentlich gar nichts sagen. Aber der Spielspaß ist gegeben. Der Spielspaß ist gegeben. Und das ist das Wichtigste. So, 14 und die 30.000. Die 16 und die 100. Jetzt machen wir es wieder andersrum. Die 7 und die 3. Die 19 und die 15 Euro. Die 11 und die 6 Euro und die 5 und die 1000 Euro. Diese Beträge könnten wir theoretisch gewinnen. Wir suchen die 14. Finden die 2. Die suchen wir leider nicht. Und die 8. Suchen wir auch nicht. Damit haben wir eine weitere Niete. Weder 2 noch 8 getroffen. Das ist eine 5. Und mir kommt gerade was hoch. Das ist nicht so gut. Sorry dafür. Nun denn. Wir suchen die 7 und die 1. Aber das hört man hoffentlich eh nicht. wenn man was auch. Wir reden lieber gar nicht weiter. So, wir suchen die 7 oder die 1. Ja? Wir konzentrieren uns aufs Rubbeln und nicht auf andere Sachen. Körperliche Beschwerden oder sowas. So, wir haben die 7 und die 1. Die 2 brauchen wir leider nicht. Das wären sogar 12 Euro gewesen. Die 10 suchen wir auch nicht, das wären 3 Euro gewesen. Die 13 suchen wir auch nicht, das wären 6 Euro gewesen. Und die 4. Das ergibt eine weitere Niete. Weg damit. Nächstes Glücksrad. Und Alexa meldet sich, dass sie Schwierigkeiten mit der Internetverbindung hat. Viel Spaß damit. Ich weiß zwar nicht warum sie mich überhaupt hört, weil das ist gerade die Küche und da drüben liegt auch eine andere Alexa. Allerdings, da liegt auch, habe ich sie überhaupt gesteckt? Ich weiß gar nicht. Mich wundert es gerade, dass die nicht angeht. Aber die in der Küche, ja, ich habe Probleme mit der Internetverbindung. Bitte trennen sich beide, also den Router und die Alexa von dem Stromnetz und stecken sie sie neu an, sagt sie hinterher. Ich brauche sie aktuell eh nicht, also kann sie auch gerne offline sein. Wenn ich sie brauche, muss ich mal machen. Oder halt neu einrichten. Wir suchen die 17 und die 19. Gar nichts, da ist 7. Fehlt die 1 davor. Wären 3 Euro gewesen. Und die 16. Ja, die 6 mal umdrehen und dann wäre es eine 19. Nun denn, wie viele Lose haben wir eigentlich noch? 3 Stück. Wie gesagt, Rubbelspaß ist gegeben, obwohl es ein kleines 3 Euro los ist. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Das ist echt gut. 7 und die 12, das macht ein bisschen mehr Laune aus, nur immer 3 Kläge zu suchen. Die 19, nein, haben wir nicht. Die 5, also das Gute ist los. Also von Spielspaß. Von der Gewinnwahrscheinlichkeit reden wir gar nichts, ja? Das lassen wir mal vor. Die 7 und die 12 suchen wir. Haben hier aber nur die 1. Die 14 suchen wir nicht. Die 16 suchen wir auch nicht. Und die 4 auch nicht. Eine weitere Niete.
Zwei Lose sollten wir noch haben. Und wir gucken, ob wir was gewinnen werden. Die 20 und die 16. Sind doch eigentlich gar nicht so schlechte Zahlen, oder? Die 5 brauchen wir nicht. Das wären 30.000 aber gewesen. Wäre eigentlich gut gewesen. Die 8, die 15, die 18, die 12, die 2 wären 1.000. Die 3, es sind sehr viele Zahlen. Also wenn man das einfach nur als Podcast hört, versteht man eigentlich gar nichts. Deswegen ist das so eigentlich ziemlich gut. Das muss man schauen, weil sonst weiß man nicht, was der labert. Ja. Oder besser gesagt, was ich laber. 20 und die 16 suchen wir, haben wir aber nichts gefunden. Leider alles Müll. Aber wir haben noch ein Los. Das machen wir wieder andersrum. Die 8 könnten wir suchen und 30.000 Euro gewinnen. Die 14 könnten wir suchen, da hätten wir 3 Euro gewonnen. Die 20 könnten wir suchen, da hätten wir 6 Euro gewonnen. Die 1 könnten wir suchen, da hätten wir 1.000 Euro gewonnen. Die 12 könnten wir suchen, da hätten wir 100 Euro gewonnen. Und die 5 könnten wir auch suchen, da hätten wir 9 Euro gewonnen. Haben wir die 17. Die brauchen wir leider nicht. Und die 11. Die brauchen wir leider auch nicht. Also ist eine weitere Niete. Schade. Ja, heute ist die Ausbeute noch geringer als beim letzten Mal. Also bei dem Halloween-Löslein. Aber das Los ist schön. Also zumindest schön zum Rubbeln. Und ich glaube, ich werde mir eine neue Playmate anfertigen lassen. Der arme Rubbelstaub. Kann man die putzen? Kann man die waschen? Ich weiß es nicht. Ich meine, die ist ja hochwertig. Also die hat schon was gekostet. Also der Druck, auf jeden Fall, die sollte eigentlich ja, was aushalten. Mal gucken. Aktuell geht's ja noch mit Rubbelstaub. Bei größeren Rubbelschüsseln bin ich mir nicht so sicher. Weil das Knilz soll ausschauen wie ein Knilz und nicht irgendwo weitere Flecken bekommen. Das wäre ja nicht so gut. Und die Robbe, die muss sowieso so bleiben. Beim Rubbelkaiser, also bei mir, beim Rubbelkaiser ist wurscht, der ist ja schon schwarz. Da macht seine Rubbelspäne nichts aus. Beim Rest ist das ein bisschen anders. Aber solange wir sie wegqueren können und nicht kleben bleiben, ist alles in Ordnung. Da haben wir schon wieder ein paar Spänen entdeckt. Die müssen wir halt jedes Mal immer befreien. Was haben wir eigentlich gewonnen? Wir labern so viel rum. Und wir haben hier 3 Euro auf jeden Fall gewonnen. Die 16 haben wir auch. Das heißt, wir haben 6 Euro gewonnen. Ich glaube, 2x 6 waren es und einmal 5. Okay, die Hälfte haben wir rausgerubbelt. 15 Euro müssen es sein. 2x 6 und einmal 3 sind 15. Das habe ich mir noch gemerkt. Und mit dieser, ja, etwas herben Enttäuschung, würde man sagen. Nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren oder auch Mitglied zu werden. Und den Kanal zu abonnieren. Ja, habe ich schon gesagt, oder? Heute wiederhole ich mich. Heute ist ein komischer Tag. Aber ein guter. Nun dann, bis zum nächsten Mal. Euer Rubbelkaiser ist raus und sagt dü 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 und rob, 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 rob.